Das Wetter könnte nicht besser sein. Die Tische stehen, der Streaming-Tisch steht. Das ist die Story von Breaking Heads Cup 2 und ich zeige euch mal, was jetzt hier schon alles aufgebaut ist. Der Streaming-Tisch steht. Das Gelände muss nur noch fertig aufgebaut werden. Technik sitzt. Und hier ist unsere Halle. Haben wir mal ordentlich aufgestockt für Leute. Richtig viel Platz. Richtig geile Halle. Es ist übrigens extrem leise, weil wir so einen geilen Teppich haben. Wir haben 3 verschiedene Layouts. Da oben sind Top-Tables und dann auch direkt die Low-Tables nebeneinander. Hier werden noch die letzten Layouts ausgemessen. Und ich zeige euch mal gleich ein paar Nahaufnahmen von den Tischen. So, hier ist Tisch 2. Tisch 1 ist immer unser Streaming-Tisch. Hier ist aufgebaut Layout 2 mit Containern in der Mitte. Wir haben immer das gleiche Gelände, aber die Layouts sind immer anders. Das ist Tisch 3 mit Layout 3. Da sind die Container hier in den Ecken. Die große Ruine, immer farbig unterschieden. Komplett blickdicht an einer bisschen anderen Stelle. Und hier ist Tisch 22, also es endet quasi die Schlange hier wieder mit Tisch 1. Layout 1. Mit Layout 1. Und hier ist dann Tisch 28, auch mit Layout 1. Ja, das müsste eigentlich passen. Bilder. Krater ohne Difficult Ground. Große Ruinen. Container. Ruinen mit Fenster. Ruinen teilweise auch. Ich habe hier mal eins der Booklets rausgeholt, das morgen alle Spielerinnen und Spieler bei der Anmeldung bekommen. Vielen Dank an unsere Sponsoren an der Stelle, Fantasy Welt, PK Pro, Deep Cuts Studios, Finseschwert.com. Da ist natürlich der Ablauf drin, die 20-0 Matrix und Geländeregeln und wie werden die Gelände platziert. Im Grunde muss das nicht jeder so viel beachten. Das Wichtige ist, was hier drin steht, die Mission. Und da steht die Anordnung des Geländes und ich zeige euch jetzt mal, wie wir das Gelände aufbauen. Also hier sind immer natürlich die Markerplatzierung für die Mission drin. Und dann sind aber für die verschiedenen Layouts die Maße für die Mittelgeländestücke drin. Wir sind jetzt hier gerade an einem Tisch mit Layout 2. Da seht ihr die Containeranreihung, die sind genau ausgemessen. Und die anderen Geländestücke, die sind angeordnet wie auf dem Layout und ansonsten nur nach den Richtlinien platziert. Also hier mindestens 4 Zoll von der Außenspielfeldkante entfernt. 5 Zoll mindestens von anderen Geländestücken entfernt, die keine Krater oder Wälder sind. Hier auch, 5 Zoll immer, 5 Zoll, 4 Zoll. Und so ergibt sich dann ziemlich von alleine dieses Layout. Und wenn ihr dann die Marker platziert habt, dann schaut ihr immer nochmal aufs Layout. Welche Marker kann man hinter Ruinen halten und welche nicht. Zum Beispiel den hier, den kann man genau halten. Und dann wird das Gelände vielleicht nochmal 1, 2 Zoll geschoben. Heute geht's los. Die Spiele sind am Laufen. Runde 1 ist gestartet und ich zeige euch jetzt mal ein paar Eindrücke von den Tischen. Hier sehen wir den Damien von gegen unseren Springer Daniel. Defgard gegen Harlequins. Hier sehen wir Frank von den Posers gegen Micha von den Kings of Dill. Tyranniden gegen Kraftwerk. Ein Matchup, was wir heute noch sehr viel, heute und morgen noch sehr viel sehen werden. So, und hier sehen wir Marv mit seiner fast 300 Conscript-Liste. Die Liste, die wollte ich im Stream unbedingt noch besprechen, haben wir nicht so gekommen. Und hier haben wir Adrian von Kicks of the Hill. Hier sehen wir Manuel Bell mit Tau. Da sind ein paar Fahrzeuge dazu gekommen. Hallo! Gegen Boris von HD Plus mit Tyranniden. Und hier sehen wir Jan bei Joris mit Thousand Suns, natürlich, gegen Christian von Egypt mit Chaos Knights. Direkt hinter Jan ist sein Clubkollege, auch Ground Zero Kill Valentin mit Tau, gegen Mumak hier mit noch mehr Chaos Knights. Ich habe euch doch gesagt, das Matchup sehen wir hier öfters. David, Deathrat von den Gims mit Elder gegen Tyranniden. Namen weiß ich gerade nicht vom Spieler. Hier sehen wir Grey Knights. Mehr Grey Knights auf dem Turnier. Nur ein paar Harlequins. Und da fliegen Harlequins mal durch die Gegend. Arne von Team Belgium. Auf der linken Seite Micha mit Sisters of Battle von den Posers. Auf der rechten Seite Jan von Liquidiger 40k mit
Ciao. Hier sehen wir Max von den unglaublichen Gentlemen. Nee, den kompetitiven Gentlemen. Irgendwie andere in der Fraktion heute, keine Harlequins, gegen 37 Deathwing-Terminatoren von? Von Atten. Atten. Ah, hi Atten. So, hier sehen wir Kaio mit Tyranniden von der Liga der kompetitiven Gentlemen, der Clubkollege von Max. Der spielt gegen mit Tyranniden gegen Knights von den Berlin Wargaming. Wenn wir diese Schwelle überschreiten, betreten wir den Streaming-Bereich. Die beiden wichtigsten Personen des Abends, des Tages. Immo kommentiert zusammen mit Meisel. Noch 5 Minuten laufen von der ersten Runde beim Breaking Heads Cup 2. Sie haben eigentlich alle unsere Favoriten gewonnen. Matthias 20-0. Arne macht, glaube ich, auch gerade ein 20-0. Wir haben Kaio gehabt mit einem 20-0. Jan mit einem 20-0. Wir haben jetzt hier mit den bei den David von den Gims nur ein 15-5 gegen die Tyranniden. Und hinten haben wir noch ein sehr spannendes Spiel, wo wirklich jede auf jede Minute ankommt. Das ist Marv von HD Plus gegen Adrian von den Kings of the Hill. Marv hat jetzt noch 2,5 Minuten, um seine Runde 4 zu spielen. Adrian hatte angefangen und merkt gerade, wie gut es wäre, wenn er noch mehr auf die Tube gedrückt hätte und eine Runde 5 hätte. Super knapp. Ich gebe euch gleich das Ergebnis, wenn sie durch sind. Leute, ihr glaubt es nicht. 48-47. Und die Leute wollten es so. Das ist ein Sieg. 11-9 für die Conscript. Hi Leute, wir haben ein absolutes Topspiel am Streaming-Tisch. Hier wird ganz laut gedacht. Micha von Kings of the Hill gegen Arne von Team Belgium. Jetzt rein schon bei YouTube. So, auf YouTube seht ihr gerade den Tisch 1. Und hier seht ihr die anderen Top-Tables. Hier haben wir Andreas, den unglaublichen Ochsenfrosch mit Custodes gegen Kraftwelt von Max. Am nächsten Tisch seht ihr Basti mit Tyranniden gegen Jan. Den hattet ihr eben am Streaming-Tisch gesehen mit Elder. So, hier seht ihr Matthias mit Elder gegen Tyranniden von Sven. Die Elder schießen jetzt hier ordentlich in die Tyranniden rein. Sven hat Respekt davor, was da jetzt durchkommt. Mal gucken, was am Ende der Schlussphase noch steht. Todes von Kevin gegen Thousand Suns von Jan. Und hinter mir habt ihr Inari von Dennis gegen Tyranniden von Kaio. Und hier gibt es leider schon in Runde 2 ein Gimp Mirror. Chris, diesmal nicht bis Todes, sondern mit Thousand Suns gegen Thorsten, natürlich immer mit Necron. Mal gucken, wie sich das hier nachher ändert. Ausgeht. Was? 7 Termis mit 21 Mortal Wounds in der Schussphase kaputt gemacht. Mit einem Knight. Alles getroffen. Was für ein Knight? Ein Imperialer Knight? Ja. Okay, Imperialer Knights schießen Thousand Suns tot. Autsch. Verwirrt von unserer Tischreihenfolge. Wir haben natürlich noch mehr umgeschlagen. Hier haben wir Eugen von den Posers gegen André von den HD+. Hier haben wir nochmal Posers, nämlich Micha von den Posers gegen David von den Gims. Und wir haben den Panzer-Mike von den Eternal Warriors. So, hier haben wir Manu, der kommt immer zum Breaking Heads Cup, um Tau Mirrors zu spielen. Mal gucken, ob Valentin von Ground Zero Kill dagegen anhalten kann. Hier haben wir Marco von den Weekend Warriors aus dem fernen Kiel angereist. Und wir haben noch einen Berliner, den Christopher von den Gims. Wir haben hier einen Leipziger, Let's Free Damage. Und der spielt gerade gegen den anderen YouTube-Channel, Influencer, Instagram-Star, Adrian. Was die Custodes verlieren gegen den ehemaligen Custodes-Spieler, jetzt Death Guard. Der ist immer anders schon gewesen. Hauptsache Tanky. Okay, Damien the Tank. Tank ist weg. Und hier haben wir den U-Boot-Tisch. Den U-Boot-Tisch. Marv hat tatsächlich doch nicht gewonnen, weil ihm nach dem Spiel aufgefallen ist, dass er das Strategy, was wir sogar live auf Instagram hatten, genau falsch eingesetzt hat. Weil man muss es machen, wenn man sich bewegt hat, und da die Typen gerade aus der Reserve gekommen waren, durfte man es nicht machen. Genau, richtig fair. Marv hat es direkt nach dem Spiel gemerkt, ist zu Adrian gegangen und dann, es war halt um einen Punkt, deswegen war es halt nicht ein 11-9 für Marv, sondern für Adrian. Dabei ist jetzt hier Marv im Loser-Bracket und Adrian ganz knapp an den Sieger-Tables. Da haben wir den Damien beim Instagram. Und der Damien spielt gegen Manuel mit Tau. Am nächsten Tisch haben wir Thousand Suns, die scheinbar gegen die Necrons gewonnen haben, gegen Custodes.
hier ein weiterer Top-Table, noch bisher ungeschlagen. Tyranniden mit, von Caio gegen Kevin mit Custodes. So, und endlich bekommt der Micha, was er verdient. Das Tyranniden-Mirror gegen meinen Clubkollegen André. Mach ihn fertig! Und hier sehen wir die Hoffnung des bald vielleicht ausgestorbenen Volkes. Die Kraftwelt gegen die von Matthias gegen die Tyranniden von Basti. Wirklich sehr spannendes Spiel hier. Tisch 2. Die Kraftwelt haben scheinbar angefangen. Und jetzt geht's raus. Hier startet der Stream heute mit dem Topspiel Matthias gegen Caio. Jetzt live auf YouTube das Topspiel Caio gegen Matthias, Tyranniden gegen Kraftwelt. Welches ist die Top-Meta-Me? Der Streaming-Tisch läuft und alle weiteren Spiele sind auch im Gange. Hier im Spiel 4 beim Breaking Heads Cup 2. Den Tisch 1 seht ihr auf dem Streaming-Tisch. Und hier haben wir Tisch 2. David mit den Elder gegen Micha mit den Tyras. Es wird gerade noch aufgestellt. Die letzten Elder-Einheiten werden aufgebaut. Hier ist die Tyranniden-Krieger-Wand. Mal gucken, ob sich David dieser entledigen können wird. So, und hier haben wir unseren dritten Tisch mit den ungeschlagenen Spielern. Auf der rechten Seite seht ihr Chris von den Gims mit Thousand Suns. Hat gerade den ersten Zug. Und auch Magnus ist am Start, aber aufgrund einer gewissen Hammerhai-Dichte bei unserem Tauschspieler Manuel auf der anderen Seite hat sich Magnus lieber mal in die Reserve verkrochen. Hier sehen wir noch eine Reihe weiterer Tische mit Leuten. Noch auf jeden Fall Chancen fürs Treppchen. Tyranniden gegen Kraftwerk. Nochmal Tyranniden auf der rechten Seite und Tau auf der linken Seite. Ja, jetzt trifft sich der Norden. Jetzt, genau, hier ist Kiel gegen Norden. Und hier ist wieder das Matchup Conscripts gegen Custodes. Das ist die Revolte auf Terra, wird hier nachgespielt. Und hier hat es tatsächlich Harald geschafft, nach seinem Runde 1, Desaster gegen die Kraftwelt, sich recht weit wieder hoch an den Tables zu spielen, spielt jetzt mit seinen Kornberserker gegen die Tyranniden-Flut von Sven. Hier haben wir auch ein Tau-Tyranniden-Matchup. Der eine oder andere Hammer ist auch am Start. Und hier haben wir es Harlequin. Und hier schlagen sich Harlequins mit Inari. Und Custodes versuchen, die drei Knights, die ihr gestern auf dem Stream sehen konntet, abzuwehren. Hier sehen wir noch mehr Custodes. Eine ganze Menge Segitaro. Mal gucken, ob wir einen Shootout gegen die Tau gewinnen können. Hier sehen wir Elder von Frank gegen Damian Stefgard, die sich hier feige hinter irgendwelchen Ruinen verstecken. Den Livestream könnt ihr auf YouTube verfolgen. Da sieht es noch sehr ausgeglichen aus. Am Tisch 2 hier sieht es dagegen extrem gut für die Tyranniden aus. Es sieht aus, als wenn Micha das klar gegen Davids Kraftwerk gewinnen sollte. Hier am Tisch 3. Chris muss scharf nachdenken, wie er jetzt noch das Spiel gewinnt. Aber es sieht irgendwie noch ausgeglichen aus. Thousand Suns sind in der Mitte, sind jetzt draußen und wird jetzt Manuel mit seinem Tau den Schaden anbringen können. Wir werden es gleich herausfinden. Hier am Tisch 4 haben wir auch ein Tyranniden-Kraftwerk-Match und sieht aus, als wenn die Tyranniden die Kraftwerk überrennen werden. Noch Treppchen-Potenzial drin. Hier, Tyranniden gegen Tau. Oh, ich suche Tau. Was sie sagt, gibt keine Tau mehr zu suchen. Klarer Sieg für die Tyranniden an Tisch 5. Der Schildwall hält. Die Conscripts werden aufgehalten. Ah, scheiße, die kommen an der Flanke. Wie ist es hier ausgegangen? Was ist der Score? Scoring Sheet liegt da, was ich jetzt gerade nicht auf dem Kopf. Das ist auf jeden Fall noch sehr ein Favor für die Imperialen. Noch Favored für die imperialen Streitkräfte. Arne, den belgischen ETC-Söldner, der mit seinen Harlequins gestern auf dem Stream gespielt hat. Und er musste tatsächlich im nächsten Spiel auch gegen die Conscripts ran, die ihr auch in der Instagram-Story gesehen hattet. Und hat da leider sich geschlagen geben müssen, weil er einfach nicht selber. Nach einem unglaublich spannenden Halbfinale, das am Ende unentschieden ausging, haben wir jetzt das Finale. Micha 13 von den Kings of the Hill mit Tyranniden gegen Manuel Bell von den Breaking Heads mit Tau. Jetzt live auf YouTube. Auf dem Streaming-Tisch läuft unser Finale Tau gegen Tyranniden und wir haben natürlich noch weitere Tische hier. Hier haben wir Matthias, der gerade eben auf dem Streaming-Tisch war. Der hat jetzt einen Unentschieden und spielt gegen Christopher, der einen Sieg, eine Niederlage hatte, also der 3-1 ist. Und Matthias muss jetzt hier gewinnen, um noch aufs Treppchen zu kommen und
wenn er verliert, hat aber noch eine ganze Menge Leute, die bisher eine Niederlage hatten, eine gute Chance aufs Treppchen. Ebenso Chance aufs Treppchen haben hier Kai. Wenn er gewinnt, ist er definitiv in den Top 3. Aber auch hier hält Basti dagegen mit Tyranniden. Und wir haben einen Tyranniden-Mirror auf dieser Seite. Das geht definitiv noch eine Menge. Da sind noch eine Menge Punkte zu holen. Und auch da hinten sehen wir Marv gegen David. Und Sven gegen Chris, die sind alle noch, die eifern noch, die wollen noch nach da oben, die wollen die Plätze haben. Table 3 ist schon vorbei, um Treppchen wurde gespielt und Caio hat gewonnen gegen Sebastian. Das heißt, damit hat Caio die besten Chancen auf den dritten Platz. Ja, jetzt hängt alles davon ab für ihn, wie Matthias spielt, der gerade mit ihm noch gleich auf war. Caio hat ein 12-8 nur gemacht, das heißt, wenn Matthias mit 13-7 gewinnt, dann ist er auf dem zweiten Platz vor Caio. Und vielleicht gewinnt er noch Stefan, das zählen Sie jetzt gerade aus. So, das war der Breaking Heads Cup 2. Ist wieder alles abgebaut. Stream Equipment ist eingepackt. Ich hoffe sehr, Leute, ihr hattet viel Spaß bei der Berichterstattung auf Instagram, auf YouTube. Wir danken David sehr für diesen unglaublichen Einsatz. Wir hatten viel Spaß. Ich hoffe sehr, ihr hattet Spaß auf dem Turnier selber. Und wenn ihr nicht da wart, kommt nächstes Mal dabei zum nächsten Breaking Heads Cup. Wir freuen uns auf euch. Wir wollen weiter Turnierszene unterstützen, voranbringen und wir haben richtig Bock auf euch.